Yo Leute und willkommen zurück zu A Link Between Worlds. Ja, wir sind ja hier bei unserem Haus mal wieder stehen geblieben. Oder was heißt mal wieder? Wir müssen zur Rabio, genau, weil wir ja einen Bogen holen müssen. War das, glaube ich. Ja. Willkommen zurück, kleiner Held. Mit deiner großzügigen Erlaubnis lasse ich es mir hier. Was ist passiert? Der Ostpalast? Ah, du hast wohl mein Schild entdeckt. Ja, ich bin dort vorbeigekommen, weil ich ein schönes Plätzchen suchte, wo ich einen Laden eröffnen kann. Aber die Gegend dort ist so monsterverseucht, dass ich gleich wieder kehrt gemacht habe. Hast du auch die Steine mit den Symbolen dort gesehen? Weißt du noch, was für Symbole das waren? Ja, die, glaube ich. Ja, der Bogen oder so. Das sieht dem Ding hier ziemlich ähnlich, oder? Hier, nimm mal. Okay, danke. Du hast den Bogen ausgeliehen. Besiege Gegner aus der Ferne. Besiege Gegner aus der Ferne. Du kannst dich beim Zielen bewegen. Yay, oder so. Normalerweise gibt es meine Waren nur gegen Bares, aber wenn er dir weiterhilft, leihe ich ihn dir gerne. Mir helfen alle deine Items, also kannst du mir bitte alle geben? Nein? Okay, dann nicht. Nur wenn dir etwas zustößt, hätte ich ihn gerne wieder zurück, ja? Ja, und das ist ja auch irgendwie das Gimmick, sage ich mal, aus dem Spiel, dass man Items ausleihen kann und wenn man halt stirbt, dass die Items wieder zurückgehen. Und ja, außer man, ja, jetzt haben wir eine Ausdauerzeile, ja, ganz toll. Außer man kann sie später auch kaufen, dann hat man die Items halt für immer, aber ja, die sind halt sehr viel teurer. Das hier ist ein Ausdauerbalken. Wenn du Ravios Item verwendest, nimmt er ab. Mit der Zeit lädt er sich wieder auf. Ist er leer, kannst du eine kurze Zeit lang Ravios Gegenstände nicht mehr verwenden. Probiere am besten gleich einmal mit dem Bogen aus. Möchtest du die Erklärung noch einmal hören? Nein. Warum soll man Erklärung doppelt hören wollen? Ja. Auf einmal hier abhängen. Und wir müssen, glaube ich, irgendwie wieder einmal oben längs, weil ja, hier wieder überall alles blockiert ist und Dinge halt und so. Naja, noch ist ja alles eigentlich relativ friedlich hier in Hyrule, weil ja, erst nach dem Tempel wird das hier ein bisschen schlimmer, sage ich mal. Glaube ich. So. Ich frage mich auch gerade, ob die Gegner im Heldenmodus auch mehr aushalten, aber ich glaube nicht. Ich glaube, man kriegt einfach nur vierfachen Damage und ja. Das ist, glaube ich, schon Schwierigkeitsgrad genug oder so. Weil, ja. Ah. Ja, gut, jetzt ist der Rubin weg. Egal. Und so kann ich jetzt auch die Gegner hier besiegen. So. Yay, oder so. Bringt mir eigentlich nichts, aber egal. So. Ja, hallo Rabe oder Krähe oder was auch immer du darstellen sollst. Ich bin mal weg. So. Und dann können wir da weitergehen. Yay. Oder so, in der Art. Na, gucken wir, was hier drin ist. Ich glaube, bei A Link to the Past war hier irgendwas Besonderes drin. Okay, hier kommen wir noch gar nicht weiter rein. Weil, ja, ne? Leute, die das Spiel kennen, wissen, was man da machen muss, um da reinzukommen. Dann kann man das Spiel mit Steuerkreuz nicht spielen. Das wäre so viel besser mit Pfeilbewegungen und so, aber naja. Yay, 20 Rubine, jetzt sind wir fast reich oder so. Ich sag schon wieder zu oft oder so. Naja. Ja, dann erwacht ihr beiden mal zu leben. Ich gehe dann mal hier hoch und. Hallo Osvala. Wer da? Ich da. Oder so. Schon wieder. Ach, du bist es nur. Der Lehrling aus der Schmiede, oder? Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Was hast du da, einen Ort wie diesen hier zu suchen? Was? In der Kirche? Du bist also gekommen, um mich zurückzuholen? Hahaha. Alter Mann.
der hier gesehen wurde, tatsächlich dieser Yuga ist? Ich werde es herausfinden. Der alte Sarasrala macht sich mal wieder zu viele Sorgen. Hält er mich für so einen hilflosen Schuljungen? In meinen Adern fließt das Blut der sieben Weisen. Ja, gerade das ist gefährlich, aber okay. Solange ich diesen Sandstab habe, ist auch ein monsterverseuchtes Verlies kein Problem für mich. Ich komme zurück, sobald ich herausgefunden habe, wer es ist. Bis später. Ja, ich frage mich gerade, was du mit den Sandstabs zwar da drin vorhast, weil ich glaube nicht, dass du ihn da drin verwenden kannst, aber okay. Viel Spaß. Wir aktivieren auf jeden Fall die Krähenstatue erstmal und ja. Ein neuer Wetterhahn wurde Karte eingetragen. Yay, möchtest du das Spiel speichern? Nö, muss jetzt nicht sein. Weil, ja, wir nehmen erst 5 Minuten auf und Dinge, ne? Ja gut, hier kommen wir schon mal nicht rein. Und hier ist ein ganz offensichtlicher Schalter auf dem Boden. Dann, ja. Warum auch immer da 4 Rubine waren. Und warum auch immer ich die jetzt eingesammelt habe, aber egal. So, und ohne Bogen wären wir hier auch schon nicht weitergekommen. Ja, damit öffnet sie die Tür, das heißt, wir gehen wieder zurück und gehen durch die Tür und öffnen die Truhe. Und was in der Truhe ist, ist... Yay, mal wieder 20 Rubine. Oder so. Yay. Wow, und ich kann einfach gegen Gegner. Ich bin gut. Hilfe. Ja, komm her, du dicke Kugel und ja. Gut, ein bisschen Heilung wieder. Das heißt für mich, dass ich hier hoch kann und werde runtergeschubst. Ja, okay, das hätte man kommen sehen können, aber egal, das war Geld. Geld nimmt man mit. Ha. Ich glaube, der Pfeil ist ein bisschen stärker als mein Schwert. Ah ja, und genau, fahren wir runter. Hier hinten ist ein kleiner Geheimgang, wo ich, ja, ein Itemstore. Aber mal den Kescher ausrüsten werde, weil ich möchte ganz gerne eine Fee fangen. In einer Flasche packen, yay. Und noch ein paar Rubine dazu, weil, warum nicht? Dann kann ich die Eisentor gleich wieder wechseln, weil, was brauche ich hier bitte sonst außer dem Bogen, wirklich? Na komm, so. Oh, das ist auf Zeit. Das ist scheiße. Ah. Okay. Und ein kleiner Schlüssel. Also, ja, hätten wir sowieso holen müssen. Ah ja, damit können wir jetzt hier hoch, aber ich will erstmal hier nach links gehen. Mal gucken, was da ist. Erstmal verschlossener Raum mit Gegnern. Yay. Hehehe. Einmal mal die Wirbelattacke machen, weil warum nicht? Ich denke mal, so war es auch gedacht. Und die Schatztruhe scheint oben zu sein. Okay, hier ist auch ein geheimer Raum. Yay. Mit noch einer Kiste. Und nochmal 20 Rubine. Ja, okay, also wenn ich jetzt hier links durchgegangen wäre, hätte man das wahrscheinlich gesehen, aber ja. Man kann auch mal durch Zufälle was finden. So, und in der Kiste ist der Kompass. Okay, jetzt können wir wenigstens die Schatzkisten sehen. Und wir sind wieder hier. Aber ja, jetzt können wir auf jeden Fall nach oben gehen, gucken, was da so schönes ist. Und der eine Rubin, der ist mir so ziemlich egal. Auch wenn ein kleines Vieh auch Mist macht, aber ja. Aua. Lass mich in Ruhe. Also wenn ich Heldenmodus spielen würde, hätte ich schon lange verkackt. Und ja, das ist ein kleiner Teleporter, den immer bei der Hälfte des Dungeons ungefähr kommt. Also können wir sozusagen sagen, wir sind jetzt bei der Hälfte des Dungeons. Und ich hätte ganz gerne jetzt ein Schild. Habe ich nämlich leider nicht. Hätte ich mir vielleicht holen sollen, oder ja, ich könnte an sich nochmal zurückgehen und ihn holen, aber jetzt ist es auch egal.
Da ist ein Schalter. Der macht nur die Tür auf, okay. Aua. Hey, alle Gegner besiegen und spawnt eine Kiste. So typisch Zelda irgendwie. Ein Monsterherz. Ja, was man damit anfangen kann, kann man. Ja, ich glaube nicht, dass man das jemals im Spiel erfährt, aber man weiß es halt später, wenn man bei der Hexe ist, weil damit kann man sich Tränke mixen und so. Also, ob man es jetzt unbedingt mit Monsterherz kann, keine Ahnung, aber ja. Tschüss. Komme ich da überhaupt dran von dem Winkel hier? Ja, okay. Damit öffne ich auf jeden Fall schon mal die Tür. Naja, und den werde ich wohl von hier treffen können, ja. Das ist jetzt aber ein Fahrstuhl, oder? Ja, okay, gut. Und tschüss. Und da müsste man ja von hier irgendwie rankommen. Ah, hallo Boss-Tür. Sieht aus, als ob man da unten irgendwie reingehen könnte, aber... Okay, hier brauchen wir Schlüssel, haben wir nicht. Ich komme auch da nicht raus. Das heißt, ich muss... bin gezwungen, hier nach rechts zu gehen. Weil, ja... anders komme ich hier nirgendwo weiter. Oh, sehr schön. Sehr schöner Raum, wenn man kein Schild hat. Wenigstens wieder ein bisschen Heilung. Also Heilung kriegt man hier auf jeden Fall sehr viel. Irgendwie. Und wieder ein kleiner Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt nach links in den Raum rein. Und dann muss ich mal gucken, wie ich in einen Raum reinkomme, in den ich noch nicht war. Weil da ist ja auch noch eine Kiste. Ja, das sind diese tollen Gegner, die immer wegspringen, wenn man mit dem Schwert haut. Aber immerhin kann man sie mit Pfeil und Bogen gut treffen. Oder man lockt ihn einfach in die Ecke. Und das sollte ja eigentlich der große Schlüssel sein. Weil, was sollte hier sonst in eine große Kiste auftauchen? Ja. Da sind wir auch schon gleich beim Boss. Mann, das hat irgendwie überhaupt nicht lange gedauert. Ich meine, wir sind erst 8 Minuten in den Dungeon. Das ist wirklich nichts. Okay, jetzt kommen wir auch an den Schalter ran. So. Achso, wahrscheinlich von hier, ne? Das gibt irgendwie am meisten Sinn. Okay. Aber ich komme trotzdem nicht mehr hier raus oder zurück. Das ist irgendwie bescheuert. Huh. Ah doch, hier, die Tür ist offen. Die war vorhin zu, oder? Denn die letzte Kiste will ich auch auf jeden Fall noch mitnehmen, selbst wenn das nur Rubine sind, weil... warum nicht, ne? So ein bisschen komplett... aber komplettieren so im Raum ist halt nie verkehrt. Hilfe. Schalter, der, ja. Die Treppe wegmachen, da ist noch ein Schalter und ja, der lässt die Kiste spawnen und damit haben wir auch die letzte Kiste in den Dungeon soweit. Auch wenn gleich noch welche dazukommen, sobald wir eine gewisse Fähigkeit haben, aber die kriegen wir erst nach dem Boss. Und damit öffnen wir auch die Tür, so. Aua. Okay, wir haben volle 3 Herzen, wir können zum Boss gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir in der Lage wären, jetzt schon 4 Herzen zu haben bei dem Boss. Weil
In den meisten Zelda ist es ja eigentlich so, dass man genügend Herzteile zusammenbekommt vor dem ersten Boss. Keine Ahnung, ob das hier so ist. Ist mir jetzt auch egal. Ha, nach dem ganzen aufgeblasenen Gehabe sieht es auf einmal nicht mehr so gut für dich aus, was? Nun denn, bist du bereit, dann werde ich dich jetzt zu einem meiner Kunstwerke machen. Du solltest dankbar dafür sein, dass das Blut der sieben Weise in deinen Adern fließt. Yay. Oh, was für ein einzigartiges Gemälde. Mein Talent ist wirklich unvergleichlich. Genau. Und Hauptsache, er hat den Stab gleich mitgenommen. Oh, wer bist du? Habe ich dich nicht schon einmal irgendwo gesehen? Ach, der kleine Sternfried aus der Kirche, oder? Willst du dich mir etwa schon wieder entgegenstellen? Es spielt keine Rolle. Ich werde dir ein Ende bereiten. Yay, und das ist unser erster Boss. Irgendwie. Aber, okay. Ja, vielleicht sollte ich mich ein bisschen beeilen, mit angreifen. Ah ja, man muss den, glaube ich, mit dem Pfeil abschießen, ne? Ja gut, dann kann man das sicher gerade so schön verkacke. Okay. Okay, jetzt wird er ein bisschen sauer. Soll aber von mir aus werden. Ups. Gut, wenn man schnell genug ist, macht er sogar noch nicht mal was. Ups. Okay, das war's. Yay. Genug der Spielchen, du bist lästig. Mal sehen, was für ein Bild du abgibst. Oh shit. Dachte ich es mir. Mehr als eine primitive Kristallei ist dabei nicht herauszukommen. Am besten lasse ich dich da hängen, bis du verblichen bist. Yay. Und tschüss. So, dann werde ich als nächstes Prinzessin Zelda mit meiner Sammlung hinzufügen. Oh oh. Ja, Spiel zu Ende, Game Over. Oder auch nicht. Au. Tja, sieht so aus, als hätte der stinkende alte Armreif doch irgendwie einen Nutzen. Der Dimensionsangriff hat dich gerettet. Er erlaubt dir, Wände zu betreten und wieder zu verlassen. Aber wie ist das möglich? Ja, in denen es möglich ist. Und ja, nehmen wir den Herzcontainer mit und haben somit endlich mal ein viertes Herzchen. Und ja, warte mal. Ja, wir verbrauchen hierfür auch ein bisschen Ausdauer, weil es ist ein Item von Ravio, versteht ihr? Man verbraucht Ausdauer für die Items von ihnen und so. Ja, nein, vielleicht. Okay, dann nicht. So. Gut, da oben rauf komme ich jetzt nicht mehr, aber. Da ist auch nichts wirklich Besonderes, außer ein bisschen Cash gewesen. Von daher nicht weiter schlimm und. Ich glaube, wir sind jetzt noch weiter unten als eben, ja. Nämlich hier sind die ganzen Rubine. Und hier sollten wir dann, glaube ich, auch so eine Kiste kommen, laut Karte. Yay, ganze 100 Rubine. Jetzt sind wir schon fast reich. Oder so. Eigentlich nicht mal andersweise. Also, in dem Spiel gibt man eigentlich extrem viel Geld aus. Rubine aus, wie auch immer. Aber man kriegt auch extrem viel. Von daher ist es nicht weiter schlimm. Oh. Man kann da runterfallen. Okay. Hätte sein können, dass er an der Wand ist. Wäre halt an sich logisch, aber naja.
Oh, hi. Ohne diese Fähigkeit wäre die Stelle ein bisschen fies gewesen. Und ja. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Dann hier ist nämlich auch noch eine Kiste und ja, an der Karte sieht man jetzt auch noch wieder ein paar Kisten mehr, die vorher halt nicht da waren, weil die halt außerhalb sind und ja, da wäre man vorher halt nicht rangekommen. So, und jetzt sind wir wieder im Haupteingang und auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Schlitz, da können wir nämlich auch nochmal durch und hier ist halt die letzte Kiste im Dungeon, sollte sie zumindest sein. Wir können ja eben nochmal gucken in die Ebenen. Ja, das waren alle Kisten. So, dann gehen wir nämlich mal hier raus und ich würde sagen, falls jetzt nicht gerade eine Katze hinkommt, natürlich kommt eine. Oh, Zack, warst du etwa im Inneren des Palastes und hast du Ossala gefunden? Ja, aber nein, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist ja, auch Ossala wurde ein Gemälde verbannt. Es hat da schon zwei der sieben Weisen, der Weisen erwischt, wie auch immer. Wie bitte? Dieser Wahnsinnige hat gesagt, als nächstes sei Prinzessin Zelda an der Reihe? Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen die Prinzessin beschützen. Okay. Was war das? Oh nein, er ist uns einen Schritt voraus. Zack, lass uns schleunigst nach Schloss Hyrule zurückkehren. Warte noch mal, ich wollte noch speichern. Okay, dann nicht. Was ist das? Uff, was für eine mächtige Barriere. So gelangen wir nicht hinein. Doch Prinzessin Zelda und Impa befinden sich noch im Schloss. Können wir denn gar nichts tun? Woher weißt du, dass die noch im Schloss sind? Ich meine, du warst gerade bei mir beim Ostpalast. Da können auch noch andere Leute drin sein oder gar keiner drin sein. Aber okay, du weißt das scheinbar. Hör mir gut zu, Zack. Alles, was bisher geschah, hat sich schon einmal ereignet. Es ist das Echo einer uralten Legende. Der Legende nach wurde das vom Bösen verwüstete Land durch das Masterschwert befreit. Doch es heißt, dass dieses Schwert nur ein Held erlangen kann, welcher die drei Amulette besitzt. Allerdings hörte ich, dass sich eines davon im Besitz von Prinzessin Zelda befinden soll. Ja, das habe ich mittlerweile, aber okay. Und ohne sie haben wir auch kein Amulett. Hm? Das kann doch nicht sein. Das Amulett des Mutes. Wie ist es in deinen Besitz gekommen? Jetzt hat es mir gegeben. Oder so. Ich verstehe, die Prinzessin hat es dir als Talisman gegeben. Dies kann nur bedeuten, dass du in die Fußstapfen des legendären Helden trittst. Wer sagt, dass ich Bock drauf habe? Aber okay, scheinbar muss ich es machen. Du musst erkannt haben, dass du derjenige bist, den es bestimmt ist, das Masterschwert zu erlangen. Nun gut, Zack. Die verbleibenden zwei Amulette werden im Haus des Windes und im Heras Turm aufbewahrt. Ich habe beide auf deine Karte markiert. So solltest du sie leicht finden können. Meine Fresse, ich kann kein Deutsch. Prinzessin Zeldas Talisman war in Wirklichkeit das Amulett des Mutes. Yay. Möchtest du nicht eine kleine Pause einlegen oder Spiel speichern? Ja, ich möchte auf jeden Fall speichern. Und Pause einlegen, warum nicht? Weil, ja, wenn er aufhört zu labern, beende ich den Part. Ich werde die alten Schriften in meiner Bibliothek durchgehen. Dort sollte ich Hinweise auf den Verbleib der Nachkommen der übrigen Weisen finden können. Eile nun, Zack, und finde die Amulette. Okay. Ich bin nochmal kurz weg, weil... Aber. Kein kurz und friedliches Gebiet, ja, danke. Okay, dann würde ich sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.